rennt er zur Arena hin. Das macht er doch mit Absicht, dass man von hier raiden kann. Jetzt rennt er zurück. Wie? Das wurde zurückgesetzt. So. I am the Ramses. This is the world's strongest beer. Nein, aber den Spruch werdet ihr demnächst öfters hören, wenn wir the world's strongest beer testen. Ne? Nichts für kleine Kinder, nichts für schwache Nerven. Der Mann hier hat es heute auch getan. Norman Ritter, wie geht es Ihnen? Mit der Herr. So. Wir sitzen jetzt hier, wir warten nämlich eigentlich gerade. Ich habe den zufällig gesehen, als ich geschrieben habe, hast du mal kurz Zeit, ich muss was abfilmen. Habe ich ihn zufällig dann gesehen, nachdem er drauf eingegangen ist. Und wir möchten jetzt hier einen Community Raid machen, aber eigentlich nicht hier. Ihr seht das vielleicht gleich im Spiel. Am Schachbretttisch, schon wieder am Schachbretttisch. Da werden die meisten Raids gemacht, da kann man auch gut sitzen und Schach spielen. Da ist ein Kyogre aufgegangen, denn ab 10 Uhr heute ist Kyogre in die Raids zurückgekommen. Mein Ziel wird sein, nach der Woche 100% Kyogre auf Level 50 zu ziehen. Shinies sind egal, Shinies habe ich genug vom letzten Mal. Wir müssen aber noch hier rüberlaufen dann an die gelbe Arena, weil wir stehen jetzt hier beim Netto, wir müssen dorthin. Und wen wir alles einladen zum Community Raid, das möchte ich euch jetzt zeigen, wer nicht weiß, was das ist. Auf meinem Kanal poste ich zum Raid-Boss-Wechsel immer den ersten Raid, den ich sehe, wo dann das neue, in Anführungszeichen, Pokémon drin ist. Da geht man hier oben auf Community, das ist der Community-Tab, da poste ich den Raid, 11.40 Uhr, Kyogre, Community-Raid, und dann trägt man sich ein mit seinem Trainernamen, mit seinem Trainercode. Dann gucke ich immer, dass das der Reihenfolge nachgeht und die ersten 10 werden mitgenommen. 5 auf dem einen Handy, 5 auf dem anderen. Wir haben hier Blood and Tears, Mazofix, 4Bro Jenna, Pokehunter, Trainer Sir Ups. Das sind 5 auf dem einen und auf dem anderen. Der Heise, der Urinalbecken, Carsten, Henry, Niki und Annelie. Ist Urinalbecken nicht ein toller Name? Yes, yes, there it is. So, der Rest hat es jetzt leider nicht reingeschafft. Wir müssen dann halt wechseln, müssen noch rüberschauen. Ich hoffe, es haben alle angenommen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir das Kyogre machen. Mal gucken, ob ein gutes dabei ist. 23,51 ist das, glaube ich. Und... oder ob es ein Shiny gibt. Ja, ich habe auch die Konda-Übersicht gepostet. Also guckt es euch an, steht alles im Community-Tab. So, ich sitze jetzt hier am Schachbretttisch, den kann ich euch gleich nochmal zeigen. Zuerst müssen wir aber jetzt hier auf die Arena, müssen rein, müssen mal einladen. Ich hoffe, alle haben angenommen, müssen eine private Gruppe machen. Drück mal überall mal hier drauf. Ich sehe wieder nichts, weil die Sonne so hart blendet. Gruppencode ist, pass auf, gelb, fett, gelb. Gelb, fett, gelb. Jetzt laden wir erstmal am Rand ein. 4Bro Jenna, Mazofix, Blood and Tears, Trainer Sir Ups. Und einer hat nicht angenommen. Und hier drüben haben wir Heise, Carsten, Henry, Urinalbecken. Und da hat auch einer nicht angenommen. Das heißt, wir werfen jetzt den Pass hier ein. Wir können auf dem Hauptaccount noch 2 Leute einladen. Gelb, fett, gelb. Mach mal so. Ich guck nochmal. Es fehlt einer auf dem einen Account und es fehlt einer auf dem anderen Account. Wer da fehlt, das kann ich euch danach vielleicht sagen. Hier gucken wir mal, wer online ist, wen wir vielleicht spontan einladen können. Nehmen wir mal den Albert Giant mit und den Ballermann. Das sind dann die 2 Plätze, die wir noch ausfüllen können. Ansonsten, ja, Kyogre ist natürlich Wasser, das heißt, wir nehmen Pflanzenkonter, wir nehmen Elektroangreifer, Sekrom ist ja ganz gut, Elevoltec vielleicht, ein Mega Voltenso, ein Mega Bisaflor, Roserade mit Pflanzenattacken, Zarude mit Pflanzenattacken. Ich sehe, hier ist Voldolos, Sekrom, Voldolos drin, die werde ich wahrscheinlich einfach so lassen. Ich weiß nicht, wie viele müssen wir jetzt sein. Wenn ich 10 einlade, aber nur 8 reinkommen, 8, 9, 10, 11... plus meine 3 müssten 11 sein. Ich sehe nur 9. Vom Rest sehe ich nichts. Und eigentlich müssten es 13 sein, wenn alle reinkommen, die man danach auch noch eingeladen hat. Ich kann euch noch mal ganz kurz hier den Tisch zeigen. Ne? Ihr liegt jetzt hier, ihr seid die Handys. Da ist der Schachbretttisch. Da sind die Bänke. Das ist die Arena. Das ist die Location. Wir hauen jetzt einfach mal drauf. Es sind trotzdem nur 9 Leute.
Irgendwie ist es fast immer so. Es ist selten, dass es mal klappt mit dem Community Raid, dass wirklich alle 10 Leute annehmen, sodass man auch alle 10 Leute einladen kann. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil es tragen sich ja auch immer mehr Leute ein, als man einlädt. Dann hätte man die 2 fehlenden Plätze ja ersetzen können durch die, die sowieso nicht da sind. Und es ist ja jedes Mal das Neue, es steht ja extra dazu. Schreibt euren Trainercode, schreibt euren Trainernamen, dann werdet ihr geaddet, danach werden die wieder gelöscht, damit beim nächsten Mal man genau wieder diese Leute mitnehmen kann, wenn die sich eintragen und nicht irgendwann die Liste voll ist oder irgendwie. Deswegen habe ich jetzt auch extra den Account genommen, den ich immer bei Raids für Zuschauer nehme. So, wir hauen jetzt hier drauf, 23:51 müsste das 100er sein. Ich habe schon ein 100er, fairerweise muss man das dazu sagen. Ich habe schon ein 100er. Als beim GoFest einmal alle Raid-Bosse gleichzeitig da waren, habe ich gezielt Groudon und Kyogre geraidet wegen den XL. Das heißt, mir fehlen auch nicht mehr so viele XL. Ich kann Kyogre also entspannt angehen. Ich könnte jetzt meinen täglichen Pass machen hier. Heute Abend die Raidmania mitnehmen und dann bin ich wahrscheinlich schon fertig. In der Raidmania ladet ihr mich ja immer ein. Ihr interagiert mit mir, ihr sammelt Raidmania-Punkte. Dann bin ich wahrscheinlich mit den XL schon fertig und brauche den Rest der Woche eigentlich gar nichts mehr machen. Trotzdem wird es am Donnerstag Raids für Zuschauer geben. Von 11 bis 11 und am Montag auch nochmal von 11 bis 11. Weil am Wochenende wir in Gera sind, da kann man nichts machen. Sodass trotzdem es 2 Kyogre-Streams gab für die Leute, die das noch brauchen, die noch Bonbons brauchen, die das Shiny noch suchen, um da ein bisschen zu helfen. Ich hoffe, der Andrang ist nicht ganz so groß, dass auch die Leute oft drankommen. So, das ist jetzt auch gleich tot. Der frisst ein bisschen was, wie ihr seht. Wir sind trotzdem nur, wie viel sind wir denn? Ich sehe die Zahl gar nicht. Wir waren trotzdem theoretisch nur 9 Leute. Schade. Also 2 Stück von den Eingeladenen sind nicht reingekommen. Und generell 2 haben gar nicht angenommen, die Freundschaftsanfrage, obwohl ich es immer wieder dazu schreibe, dass jeden, den ich dann edde, der ein Herz kriegt. Und dann habe ich auch extra ein Herz verteilt an alle. Also, ja. Wir gucken gleich mal nach. Erstmal schauen wir hier, wer was hat. Jetzt habe ich die Statistik weggedrückt. Der Kleine hat 22,98. Der andere Kleine hat kein Shiny, aber 23,28. Relativ gut. Wir haben 19 Bälle. Auch kein Shiny, aber 23,2. Wir nehmen uns den einen jetzt mal hier raus. Wir stellen euch jetzt mal ganz nah dran, weil wir müssen jetzt fangen. Und jetzt kommt das, was immer so speziell ist, gerade bei Kyogre. Der ist zwar relativ aggressiv und greift oft an, aber der geht auch immer wieder nach links und nach rechts und das finde ich halt immer mega nervig bei dem. Wir curven erstmal so, dass der Kreis auf einfach fabelhaft gestellt ist. Von der Größe her müsste es so passen. Jetzt werde ich nur noch werfen, wenn er angreift und am besten, wenn er in der Mitte sitzt. Jetzt greift er gerade an, aber jetzt habe ich meine Beere gewählt, da war ich zu langsam. Und jetzt braucht ihr Geduld, weil die Leute mal sagen, wie fängt man denn den? Ich habe 10 Bälle geworfen, 2 habe ich getroffen, dann ist er abgehauen. Ihr seht, er greift gerade an, also curvt ihr, sodass ihr am Ende des Angriffs trefft. Wie ich sehe, werfe ich aber zu kurz, also muss ich einfach mehr Schwung reingeben, dass der Ball weiterfliegt. Ich versuche gar nicht nach rechts zu curven, ich versuche auch gar nicht nach links zu curven. Bei Kyogre ist das wirklich nervig, es kann wirklich Stunden dauern manchmal. Jetzt greift er wieder an, wir curven, wir schießen ein Stück weiter, wir haben wieder verfehlt. Ich werfe halt gerade mit dem iPhone. Mit dem iPhone spiele ich sonst so gut wie nie. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Wir versuchen es einfach nochmal. Beere drauf. Ihr seht, der Kreis hat sich nicht verstellt. Jetzt sind wir in den Kreis geworfen, weil die Größe passt ja. Die Größe passt. Wenn der Kreis so ist, ist es einfach fabelhaft, wenn ihr reintrefft. Und das ist auch das Beste, was ihr machen könnt. Obwohl, wenn ihr die ganze Zeit neben den Kreis werft, ist das richtig kacke. Dann lieber auf großartig, da trefft ihr besser rein. Aber eigentlich kann man das ja. Als geübter Pokémon Go-Spieler kann man das. Da muss man nicht auf großartig gehen. Wenn ihr noch nicht so lange spielt oder so, dann probiert's auf großartig. Ich hab's jetzt hier wieder auf einfach fabelhaft, ja. Ich verstehe kein Wort hier. So, nix, wieder vorbei. Ich kann die Beere nicht mehr nehmen. Hallo, Beere, eine Beere, 23,02, okay, Moment. Greif an, greif an. Er weicht wieder aus, ab, ja doch, nee, aus.
Er hängt einfach am Rand, egal. Wir warten einfach, bis er zurückkommt. Wir haben ja nur 14 Bälle. Wir haben 19 Bälle gehabt, das sind gerade mal 5, das ist nix. Oh. Jetzt ist er da. Jetzt wir curven, wir werfen, wir treffen einfach fabelhaft. Ihr seht, das funktioniert, wenn man das wirklich richtig macht. Und er kommt trotzdem wieder raus. Ich war so aufgeregt jetzt eben, als ich da aufgenommen habe und der Ditchen daneben war. Ich habe komplett vergessen, die Bildschirmaufnahme überhaupt anzumachen. Ich musste die Bildschirmaufnahme danach anmachen, danach den Bildschirm aufnehmen und gucken, dass ich das überhaupt hinkriege, dass das irgendwie ein bisschen synchron zusammengeschnitten ist dann. Er kommt wieder raus. Er ist auf jeden Fall hartnäckig. Aber wir haben so langsam den Bogen raus, wie viel Kraft wir geben müssen, wie viel wir curven müssen, wie viel Druck auf dem Ball liegt. Macht da keine Wissenschaft raus. Jetzt ist er auch drin. Und jetzt können wir theoretisch gleich auch nachgucken, wer die anderen sind, die gefehlt haben. Wir können ihn auch mal kurz bewerten. So gut ist er jetzt wahrscheinlich nicht. 14, 12, 10 hier, Römel, Thüringen, 1.6. Der erste Tag, wo der da war. Das heißt, der freie Pass ist jetzt fort. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. Ich fliehe nämlich jetzt extra von dem und von dem auch. Geh mal hier rein und sehe, Pogehander ist jetzt in der Liste. Blood and Tears ist in der Liste. Einer von den beiden, nee, Blood and Tears habe ich vorgelesen, eingeladen, ist aber nicht reingekommen. Vielleicht keine Einladung gekriegt und Pogehander, glaube ich, hat jetzt erst nachträglich angenommen. Hier sehe ich, Tobi hat nicht interagiert. Das heißt, Tobi wurde eingeladen, aber hat nicht interagiert. Vielleicht keine Einladung bekommen, weiß ich nicht. Habe ich mit eingeladen und der Fünfte hat immer noch nicht angenommen. Ich weiß nicht, wer der Fünfte ist. Der Fünfte hat auf jeden Fall immer noch nicht angenommen. Also verschwendeter Platz. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr heute schon einen Kyoko-Raid gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr schon einen 100er? Habt ihr schon einen Shidy? Jetzt einen Ditchen wieder suchen. Dann nochmal in die Stadt. Heute Abend Raid Bania. Raider Mittwoch muss ich auch noch aufnehmen, aber die Folge hier werdet ihr wahrscheinlich erst am Freitag sehen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.